Und darüber kann ich jetzt mit dem Meteorologen Carsten Brandt hier bei mir im Studio sprechen. Ich grüße Sie. Schönen Abend, Frau Bildauer. Ja, war es das denn jetzt mit Sabine oder kommt da noch was? Also der Sturm hat sich in den Süden zurückgezogen. Wir sehen das sehr schön auf der Unwetterkarte des Deutschen Wetterdienstes von heute Nachmittag. Da sehen wir die roten Farben noch in Baden-Württemberg und Bayern, also die Warnung für Unwettern und natürlich auf einigen Höhenlagen in Norddeutschland, im Harz beispielsweise noch. Aktuell ist es so, dass sich die Unwetterlage noch weiter entschärft hat. Das heißt, es ist nur der Alpenraum noch betroffen. Aber Sturmböen gibt es natürlich noch im ganzen Land. Und daher meine Bitte, das immer noch ernst zu nehmen, nicht in die Waldgebiete rein, auch morgen im Tagesverlauf nicht. Da kann immer noch mal ein Ast runterkommen oder ein Baum umstürzen, weil der Wind auch morgen noch, in der Nacht, aber auch morgen noch immer noch stark genug ist, um da Schäden anzurichten. Vor diesem Sturm vor Sabine wurde ja frühzeitig gewarnt. Es wurde mit dem Allerschlimmsten oder mit schlimmen Schäden gerechnet. War das denn jetzt alles Panikmache oder wie schlimm war oder ist es denn nun tatsächlich gewesen? Ja, also man kann das ein bisschen einordnen. Es ist so, dass die Warnung sicherlich berechtigt war von diesem sehr, sehr großen Sturmtief. Es ist, wenn man das von den Windgeschwindigkeiten her auf den Bergen anschaut, sicherlich ein Sturm mit einer Häufigkeit alle 5 bis 10 Jahre. Also nicht jedes Jahr. Wenn wir uns anschauen von den Schäden her, wird es wahrscheinlich ein Sturm sein, wie er alle 3 bis 5 Jahre zu erwarten ist. Damit meine ich jetzt materielle Schäden, versicherte Schäden beispielsweise, ob das noch sehr früh ist abzuschätzen, aber in diesem Rahmen irgendwo. Auf der anderen Seite ist es so, dass schon durchaus übertrieben worden ist. Wenn ich da so an bestimmte Stichworte Monstersturm habe ich irgendwo gelesen, Horrorsturm. Ich mag so etwas nicht, weil das schürt Angst. Und natürlich muss man so ein Naturphänomen ernst nehmen. Es besteht Gefahr für Leib und Leben, gerade wie gesagt in Waldgebieten oder wenn man im Auto unterwegs ist. Aber man darf es auch nicht übertreiben. Es gibt dann keine Steigerungsmöglichkeit mehr. Es gibt noch viel schlimmere meteorologische Gefahren und Situationen, die dann mal kommen. Und dann nimmt man die Meteorologen nachher nicht ernst, wenn man so arbeitet. Waren wir denn hier in Deutschland jetzt vielleicht auch besonders gut darauf vorbereitet, sodass das ganz große Chaos dann ausgeblieben ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch diesen Sturm mit Kyrill vergleicht? Ja, also ich denke schon, dass wir jetzt, wenn man aus den letzten Jahren das mal vergleicht, schon einiges gelernt haben. Also man sieht ja an der Reaktion der Deutschen Bahn, dass man den Bahnverkehr dann wirklich komplett stoppt. Das ist eine vernünftige Entscheidung, weil man einfach nicht kontrollieren kann, wo Bäume in das Gleis hineinfallen. Und dann hat man nachher Hunderttausende, die an den Bahnhöfen warten. Und es ist eigentlich gar kein Transport möglich und es bestehen Risiken. Also da hat man sicherlich vieles gelernt im Vergleich zu früheren Sturmsystemen. Und grundsätzlich ist das Warnmanagement auch besser als früher. Aber im Detail gibt es da durchaus noch schon Probleme, wenn ich nur an die Schulen denke. Uns haben da sehr viele Eltern, aber auch Lehrer geschrieben, dass das halt überhaupt nicht einheitlich geregelt ist. Und das heißt, jede Schule oder jede Stadt hat das für sich entschieden? Genau. Und ich halte das eigentlich nicht für günstig, weil das für ein zum Teil Chaos sorgt. Kann mein Kind jetzt zur Schule gehen oder nicht? Gerade wenn man auch die Entscheidung den Eltern überlässt, sorgt das auch nicht immer für eine einfache Situation. Bei den Lehrern beispielsweise ist es dann so, ja, sind die Kinder jetzt unterwegs? Die haben die Informationen dann gar nicht. Kommen die Kinder? Sind sie unterwegs? Das kann auch dann durchaus ja wieder gefährlich sein, wenn Kinder dann nicht in der Schule ankommen. Also man verliert dann sehr schnell den Überblick. Also ich würde mir wünschen, wenn man das einheitlicher lösen würde, vielleicht auf Regierungsbezirksebene oder landesweit, damit das klar ist. Und auch nochmal da das Konzept überlegen. Was ist besser? Schule öffnen und sozusagen das Risiko eingehen, den Schulweg anzutreten oder dass die Kinder zu Hause sind, unbeobachtet möglicherweise und dann doch nach draußen gehen, dann haben wir ja nichts gewonnen möglicherweise. Also da finde ich, ist das Unwetterkonzept noch nicht wirklich ausgereift in Deutschland. Okay, also Sie fordern auch ein einheitliches Konzept. Ja. Lassen Sie uns mal auf andere Länder schauen. Nicht nur Deutschland war jetzt von Sabine betroffen, sondern auch unsere europäischen Nachbarn. Wie ist denn die Situation dort jetzt aktuell? In England hatten wir einen sehr schweren Sturm. Man vergleicht es dort mit einer Entwicklung wie 2013. Dabei war es aber jetzt nicht nur der Sturm, der Schäden angerichtet hat, sondern auch sehr starker Regen. Überflutungen an vielen Stellen und dabei dann weiter betroffen, gerade Benelux-Staaten, aber auch Frankreich, bis in den Alpenraum hinein mit relativ großen Schäden. Wie gesagt, alle 5 Jahre muss man mit so einem Sturmsystem in Europa rechnen. Gehen Sie denn davon aus, dass durch den Klimawandel, dass wir da häufiger mit solchen Stürmen rechnen müssen? Die Klimaforscher sagen ja.
Und es wird jetzt den einen oder anderen überraschen, wenn ich sage, dass wir das statistisch nicht so sehen. Es ist so, dass man bei den Temperaturen inzwischen ganz klar sagen kann, es wird deutlich wärmer. Das sieht man einfach weltweit. Bei den Niederschlägen findet man das auch wieder in den Messungen, was die Klimaforscher sagen, dass die Niederschlagsereignisse extremer werden. Aber beim Sturm, beim Wind ist das nicht so. Also die Sturmhäufigkeit heute ist nicht unbedingt höher als vor 100 Jahren. Okay. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir eine Abnahme der Windgeschwindigkeit zum Teil in Deutschland haben, der mittleren Windgeschwindigkeit. Auch das ist etwas überraschend. Also da muss man mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber da kann ich im Augenblick eher beruhigen. Wir haben nicht häufiger Sturmereignisse als vor 100 Jahren. Das ist tatsächlich überraschend, kommt einem manchmal vielleicht anders vor. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Phoenix-Studio. Bitte.